So, Männer, na fahre zu. Fifi guckt ganz traurig da. Du musst da bleiben. So. Also, Belko, wäre knapp 3 Kilometer rechts neben uns Luftlinie gelegen, aber da führt jetzt nichts Gescheites hin, deswegen müssen wir jetzt einen riesen Umweg fahren. Luftdruck ist noch da auf beiden. Rechts von uns fließt die Rega und dahinter kommt die Molzdo und da gehen keine Brücken drüber von hier. Und ihr habt es ja gesehen, wenn wir zurückfahren, da sind wir wieder mitten im Wald, da geht auch kein Weg. Also irgendwie scheinen die polnischen Nachmieter hier kein Interesse dran gehabt zu haben, die alten preußischen Straßen hier weiter zu unterhalten. Ja, wieder mal das Gleiche, ne? Kamera im entscheidenden Augenblick nicht an der richtigen Position gewesen. Wie schon letztes Jahr in den Karpaten, als sich Wolle abgelegt hat. Wir sind ja bloß froh, dass eben nichts passiert ist hier in Nobbe. War alles weicher Untergrund. Maschine ist auch nichts passiert, alles gut. Spiegel war ein bisschen verbogen. Sind zwar 2 Halter vorne von der Scheibenverstellung abgerissen, aber das tut der Funktion keinen Abbruch. Er hat das jetzt mit Kabelbindern fixiert und das ist alles gut. Geht er relativ fix, auch wenn man langsam fährt und plötzlich hinfällt mit der Maschine. Wie schnell hat man da mal einen Fuß unterm Rahmen oder verstaucht sich die Hand? So, Bahnübergang. Gestern nichts gucken, kommt heute auch nichts. Dann kann die Reise jetzt weitergehen. So, und plötzlich sind wir in Belko. Belko im Kreis Greifenberg. Das wird jetzt ein Nobbe seiner Mutter besonders gefallen. Die ist nämlich hier geboren. Kurz nach ihrer Geburt ist die ganze Familie dann allerdings nach Ribbekart gezogen. Ja, und hier im Ort haben wir leider das gleiche Problem wie in Neudüsterbeck auch schon. Aus Großmutter Hedwigs Aufzeichnungen geht leider nicht eindeutig hervor, in welchem Haus sie hier gewohnt haben. Sie schreibt, das ist ein Haus direkt unten am Wasser, neben der Mühle. Und die Mühle, die werden wir gleich sehen, wenn wir mal den Aufklärer steigen lassen. Das ist die alte Kirche hier und der alte Friedhof außenrum, aber die Grabsteine haben sie alle abgeräumt und zu Baumaterial verarbeitet. Also direkt neben der Mühle muss das Haus gewesen sein. Es war ein großes Haus, wo neben ihrer Wohnung noch 2 Mietswohnungen mit drin waren. Es waren noch große Stallungen daneben und es stand direkt neben der Wassermühle. Es steht da zwar noch ein Haus in der Nähe der Wassermühle, aber auf der anderen Seite. Und das deckt sich nicht mit den Aufzeichnungen unserer Großmutter. Also wir werden das wohl nie erfahren. Schon ergreifend hier, Leute.
Belkow im Kreis Greifenberg, ein kleiner Ort mit einer Handvoll Einwohnern. Nach hier zogen 1926 unsere Großmutter mit ihrem Mann Kurt, dem kleinen Trutchen, ihrem Vater und ihrer Mutter, nachdem in Neudüsterbeck alles verkauft wurde. In welches Haus hier gezogen wurde, lässt sich heute nicht mehr sagen. Nach Großmutters Beschreibung und einer alten Karte müsste es etwa dort gestanden haben, wo jetzt das Gewächshaus links unten ins Bild kommt. Denn gleich rechts davon befand sich nach ihrer Beschreibung die Wassermühle, die jedoch heute auch wesentlich moderner ausschaut als damals. Hier in Belkow kamen weitere Kinder unserer Großmutter zur Welt, nämlich Bruno, Hildegard, Heinz, Lucy, Erika, Kurt und Magda. Die kleine Lucy starb jedoch schon im Alter von nur 10 Wochen und wurde hier auf dem Friedhof beigesetzt, gleich links neben der Pforte zur Dorfstraße. Nach der Vertreibung wurden alle deutschen Gräber beseitigt, aber vielleicht hatte man das winzige Grab der kleinen Lucy ja übersehen und sie liegt da noch heute. Belkow. Und jetzt fahren wir nach Greifenberg und gucken, dass wir irgendwas zum Essen kriegen. Die Kerle hier nämlich ein bisschen Hunger, verstehst du? Besonders der da, der ist ein Fresssack dahinter. So, dann geht die Geschichte weiter. Hier in Belkow lebten sie. Lebten sie also hier über 10 Jahre in Belkow mit ihren 7 Kinder waren es ja dann nur noch. Die kleine Lucy ist ja gestorben. Von 1926 bis Mitte 1937 lebten sie hier, aber nicht die ganze Zeit in dem Haus neben der Mühle. Denn mit diesem Haus wurden sie betrogen. Sie sind, bevor sie hierher gezogen sind, waren sie bei einem Makler, bei Paul Pagenkopf in Strelow-Hagen, schreibt sie, und haben dort dieses Haus, was er in seinem Portfolio hatte, gekauft, und das wurde auch notariell beglaubigt. So, und in dem Glauben, die rechtmäßigen Eigentümer dieses Hauses zu sein, haben sie das Grundstück hier bewirtschaftet bis 1935, um dann von einem Gerichtsvollzieher zu erfahren, dass der Kauf nichtig war. Stellt euch das mal vor, ihr verkauft euer Hab und Gut, alles was ihr habt, kauft euch was Neues, geht zum Makler und zum Notar, lasst das alles beglaubigen und hinterher stellt sich raus, dass der Notar schlampig gearbeitet hat. Er hat nämlich weder in irgendwelche Grundbücher geschaut, noch sonst irgendwas getan, und es stellte sich tatsächlich heraus, dass das Haus und das Land dazu jemandem anderen gehörte, und mit der Folge ihr dann plötzlich auf der Straße sitzt mit 7 Kindern und der Mann auch plötzlich arbeitslos. Und das ist eine Sache, die geht mir doch ziemlich nahe, wenn ich da so drüber nachdenke. Mein lieber Scholli, ey, mit 7 Kindern sitzt du plötzlich vor dem Nichts. Sie schreibt dann weiter, dass sie die folgende Zeit dort in Belkow mal hier, mal da gewohnt haben,
in mehr oder weniger erbärmlichen Löchern und kurz als Tagelöhner sein Geld verdiente, um seine Familie zu ernähren, aber eben alles unbefriedigender Zustand, das ganze Ding. Es ergab sich dann eine Gelegenheit, in Ribbekaert dort für Kurt einen Posten als Fleisch- und Trichinenbeschauer anzunehmen, und gleichzeitig sollten sie dann dort auch, wenn sie dann dort in dem Haus, das dafür auch zur Verfügung gestellt wurde, auch die örtliche Post übernehmen. So, und so kam es, dass sie dann Mitte 1937 von hier, von Belkow, nach Ribbekaert umgezogen sind und dort praktisch dann nochmal von vorne angefangen haben. Also sie waren ja, wenn ihr so wollt, sie waren ja völlig mittellos. Sie haben irgendwie noch ein bisschen Federvieh haben sie mitgenommen und ich glaube ein paar kleine Tiere. Aber ansonsten hatten sie ja nichts mehr. Der Kauf war nichtig und sie kriegten natürlich auch kein Geld mehr zurück. Also nach knapp 12 Jahren mit leeren Händen sind sie von hier dann umgezogen nach Ribbekaert. Und so kam das, dass sie Belkow verlassen mussten. Ja, Kurt ist dann nochmal, schreibt Hedwig in ihren Aufzeichnungen, hat sich nochmal aufgemacht nach Berlin in die Reichskanzlei und wollte dort sein Anliegen dem Führer persönlich vortragen. Aber dazu ist es natürlich nicht gekommen. Er hat zwar da irgendwelche Leute sprechen können, aber er kam genauso schlau zurück, wie er hingefahren ist, nämlich mit dem Ergebnis, dass der Kauf nichtig war. Und jetzt fragt man sich natürlich als heutiger moderner Mensch, fragt man sich schon, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie kann man einen Immobilienkauf beim Makler, der dann hinterher sogar noch notariell beglaubigt ist, wie kann das hinterher nichtig sein? Da fehlen mir natürlich die Informationen. Ich gebe das so weiter, wie das aus den Aufzeichnungen unserer Großmutter hervorgeht. Und da muss man das jetzt einfach mal so hinnehmen. Die wurden einfach betrogen, von wem auch immer. Entweder von dem Notar oder von dem Makler. Der muss ja auch irgendwie an das Haus gekommen sein. Also, das sind alles völlig ungeklärte Umstände, für mich jedenfalls. Vielleicht hätten meine Onkels und Tanten dazu mehr sagen können, aber leider sind diejenigen, die in Belkow alle geboren sind. Naja, wisst schon. So, da sind wir wieder in Greifenberg. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir irgendwas finden, wo man was essen kann. Wir haben nämlich den ganzen Tag noch nichts Gescheites gegessen. Seit unserem Frühstück heute Morgen mit den neongrünen Rühreiern. Das war was da. Also da muss man sich wirklich fragen, was die ihren Hühnern hier zu futtern geben. Richtig grün waren die. Na gut. Vielleicht finden wir ja was. Pizza, Biergärtle oder so. Ah, was ist hier los? Was ist das für eine dubliche Kreuzung da? Ja, man sieht hier zum Teil noch die alten Häuser, wie sie hier aus deutscher oder preußischer Zeit standen. Ich sagte ja, sag mal, Zebrastreife da bloß dekorativen Charakter oder für die Segel oder was? Ich sagte ja, dass Greifenberg fast zur Hälfte niedergebrannt ist, nachdem die Russen hier einmarschiert sind. Oder durch die Kampfhandlung, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es hier ziemlich heftig gebrannt.
Und diese Zerstörung haben natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Man sieht hier immer mal wieder klaffende Lücken zwischen den alten und, wie ich finde, sehr schönen Häusern hier. Na komm. Der Jungstift mit dem USA-T-Shirt. Der wird vielleicht auch noch gescheiter. Ja, aber ich muss auch sagen, dass diese Stadt wieder schön aufgebaut wurde. Das sieht hier doch alles ziemlich tippitoppi aus, muss man sagen. Das ist halt so mit alten Städten, ne? Die haben natürlich dann auch dementsprechend schon viel erlebt. Das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwo was geben zum Essen. Wo man draußen sitzen kann vielleicht. Wieso ist denn hier nichts? So, da sind wir wieder am Hohen Tor. Das Hohe Tor war früher mal eine Jugendherberge. Da blende ich euch hier mal eine Postkarte ein. Da stand es noch über der Tür. Das ist aber auch schon ewig her. So, da muss doch irgendwo was zum Essen geben, oder? Das gibt's doch gar nicht. So, ein kleines Biergärtle oder so. Da muss doch irgendwas geben. Ach so, Entschuldigung, der muss ja warten. Feuerwehr hier. Feuerwehr! Das gibt's doch gar nicht. Darf nicht wahr sein, hä? Nirgends was zum draußen sitzen hier. So, hier vorne kommt die Bahn. Und hier links ist der Bahnhof und auch der Kleinbahnhof. Also hier treffen die Normalspurige, die Reichsbahn sozusagen, und die Greifenberger Kleinbahn treffen hier zusammen. Oder trafen hier zusammen. Heute heißen sie ja anders, ja, meine Güte. Und es ist einfach nichts zu finden hier. Jetzt sind wir wieder drin im Altstadtkern. Wir wollen doch bloß ein bisschen was essen. Auch schon mal heute. Halt.
Da ist jetzt wieder das Stadttor, aber da fahren wir jetzt mal links. Also, falls es jemals der Tourismusverband von Greifenberg hier sieht, ihr braucht mehr Biergärte, Leute. Ihr braucht was, wo die Touris anhaltet. Ihr braucht was zum Essen. Die Odyssee durch. Thomas ist schneller zu Fuß durch die ganze Stadt gelaufen wie mir mit dem Motorräder. Da hat der Taxifahrer eine schusssichere Weste an der. Ja, Taxifahrer, das war ein Sicherheitsdienst, du Blindfisch. Meine Fresse. Ja. Na gut. Dann gibt's halt nochmal eine Sightseeing-Tour für euch durch Greifenberg. Ich meine, ist ja auch schön. Schönes Städtle hier. Aber das war eigentlich nicht so geplant. Nicht, dass euch langweilig wird hier mit unserem Gegurke hier. Also schön aufpassen. Das frage ich ab nächstes Mal. Vielleicht findet ihr ja zuerst was. So, jetzt kommt da wieder diese komische Stelle hier. Ist jetzt hier irgendwas, was darauf hindeutet, dass man auf dem rechten Fahrstreifen nicht geradeaus darf? Das ist doch scheiß da. Was ist das für eine behinderte Verkehrsführung hier, ey? So, Steintor ist es hier. Das ist das andere der beiden heute noch erhaltenen Stadttore. Ursprünglich waren es drei. So genau, jetzt mal anhalten. Beratschlagen. Kebabbude, hast du gesehen? Ja. Pizzeria habe ich gesehen, sind wir dran vorbeigefahren. Auch, ja, links oberhalb, da hätten wir auch draußen sitzen können, gell? Ja, bei der Kebabbude, da gehen wir die Pizzeria. Da kann man doch draußen sitzen, auch wenn es nicht so schön ist, aber nein, wir wenigstens die Mopeds. Da hinter irgendwo. Ja, ich glaube, da finden wir schon hin wieder. Was? Jetzt ist das aber Einbahnstraße, jetzt müssen wir. Ja. Also wir fahren halt einfach weiter und entweder wir finden die Pizzeria nochmal oder wir finden was anderes. Ja, wir können dann aber auch weiterfahren. Vielleicht kommen wir mal in einem kleinen Ort, irgendwas also Nettes. Richtung Rippekart kommt ja nichts mehr. Wenn wir jetzt Richtung Rippekart rausfahren aus Greifenberg, dann kommt nichts mehr. Also fahren wir dann auf und dann links und dann nochmal wieder rein ins Städtle und dann gucken wir. Ja. So Freunde, ob wir jetzt hier gleich vor Hunger vom Motorrad fallen oder ob wir da was zum Essen kriegen. Das werdet ihr nächste Woche erfahren. Macht's gut. Und wir werden jetzt hier verhungern. Elendig.